Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke Part. Willkommen zu Part Nummer 6. Ich habe ja im letzten Part habe ich schon erwähnt, dass wir in Zukunft vielleicht einen Co-Kommentator bekommen werden. Und oh, ein paar Co-Kommentatoren sogar vielleicht. Ja, und wir, oh. Haben, oh. Wir haben heute direkt eben Presse mit am Start. Hallo. Hallo, ich bin so cool wie für mehrere Leute, deswegen Co-Kommentatoren. Ich bringe hier. Ja, aber Paul cool. Will auch mal dabei sein und andere halt auch, weißt du. Aber du bist als Erstes dran, du bist Erster. Ich bin die Nummer 1, die erste Nummer 1 und auch die letzte. Alles klar. So, wir haben hier mein Team, damit ich habe Lampi vergessen, Spitznamen zu geben, genau so wollte Lars. Alter, richtig schlimm. Hä? Ich habe Lampi geschenkt bekommen, das war ja der Affe. Dann habe ich die ganze Zeit B gespammt. Dann habe ich halt, ups. Und bei Voltelos habe ich halt auch B gespammt, als ich es bekommen habe. Ja, sage ich doch richtig schlimm. Das ist eigentlich eine Regel von der Nuzlocke. Ja, das weiß. Heißt, damit hast du die Nuzlocke verloren. Ja, das ist okay. Ich würde sagen, damit war es Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst okay. Eine positive Wertung dürft ihr auf jeden Fall da lassen. Also, Timo, Prez und ich, wir wollen heute ein bisschen über was reden. Warte, ich werde erstmal schauen, habe ich nur Tränke. Ah ja, Level Cap ist 24 gegen, ich weiß gar nicht wie. Guck mal, Steinkante war einfach die TM, die ich vom ersten Orden bekommen habe. Richtig sick, das ne? Ist echt eine coole TM. Ja. Das nehmen wir. Nee, weil ich sag, yo, okay, ich hab noch 10 Tränke. Du wolltest sagen, dass wir über etwas reden wollen. Genau, wir wollen über etwas reden. Level Cap ist 24 und weißt du eigentlich, wie die zweite Arena-Leiterin heißt? Irgendwas mit A vielleicht? Ja, Alice. Alola. Ich weiß, dass der eine Typ Avinaro heißt, dieser eine Arena-Leiter. Warte, nein, Avinaro ist, glaube ich, sie. Nee. Avinaro ist dieser Typ mit dem blauen Stirnband. Der so, haja, ich bin cooler Karate-Typ oder so. Der Eismann. Ja, stimmt, genau der. Der Eismann. Oder? Nein, nee, Avinaro. Das ist sie, nee, oder? Nee, Avinaro, ich habe gerade mal nachgeschaut. Avinaro ist dieser Typ aus Diamant und Perl mit diesen roten Haaren, diesen rot-gelben Haaren. Der mein Shiny Mashok damals getötet hat. Dieser Arsch. Ja, richtig. Okay. Genau der. Ich glaube, der will sogar kämpfen, oder? Na, wie gefällt dir der Clan meines Akkordeons? Ja, siehst du, der will kämpfen. Der will kämpfen, oder? Hier kann man sogar reingehen. Hier ist eine Jazzbar oder so. Alter, erstmal ein bisschen. Ja, fast. Hier gibt es, glaube ich, Leute, die gegen einen kämpfen. Sicher? Nee, ich bin mir nicht. Ah, warte, da gibt es aber, glaube ich, eine, die einem eine TM gibt. Hä, haben wir nicht erstmal ganz am Anfang des Spiels gelernt, dass man nicht in Räumen drin kämpfen sollte? Stimmt, ne? Das wäre halt super komisch, wenn man dann in einem Raum danach kämpfen würde. Weil man extra gezeigt bekommt, dass man das nicht machen soll, weil man alles kaputt macht. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber. Ja. Warte, ich bin halt Gen 5 Master, ne? Sonst kann ich mit der reden? Ah, hier. Warte. Und was macht die hier? Herzlich willkommen im Kaffeelagerhaus, okay. Und du? Ich sag dir, der Typ da unten, der gibt dir das große Geld, Mann. Siehst du, hä, ja, das ist einfach gegeben. So dumm. Warum macht man solche, verbraucht man so viel Platz für so ein extra Gebäude, Ahnung. Wenn man dort nicht mal einen Trank oder so bekommt? Ja, damit es halt auch nicht so leer ist, keine Ahnung. Ja, aber dann kann man da doch wenigstens irgendwas Kleines rein. Ich find's immer interessant. Giftschleim, lol. Das ist cool. Nice. Ich find's immer interessant, Städte zu erkunden, aber man muss halt auch irgendwie da was dafür bekommen fürs Erkunden. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich das ist halt so die Sache. Wir haben Lampi vorne. Ja, das sollte passen. So, wir wollen heute nämlich über etwas reden und zwar. Wo ist die Diamant und Perl Soul Link? Erstmal, wo ist die Diamant und Perl versus. Oh, Cosmic Kraft, das ist cool. Das ist cool, ja. Hey, warte, Cosmic Kraft ist halt. Ja, Zertrümmerer, alles klar, danke. Ich habe halt Zertrümmerer schon. Nee. Genau. Diamant versus Diamant Perl. Läuferface und Barzi. Der Timo, der wird in so einem Projekt nie dazu kommen, irgendetwas anzusprechen. So oder so nicht. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil wenn man sich viel aufs Spiel konzentriert, dann kann man nämlich viel quatschen. Richtig. Also dann hat man immer ein Thema Eisen, worüber man redet. Aber bevor wir jetzt gleich darüber anfangen zu reden, mit der reden wir gleich. Die kämpft nämlich, aber wir holen uns zuerst den Encounter. Genau. Vor allem ist das Heilung, eine freie Heilung, die immer ganz richtig. Cool ist. Ja, richtig. Da kann man immer richtig nice trainieren hier. Da unten gibt es, glaube ich, noch so ein dunkles Gras, ne? Ich finde, dass das eine wunderbare Neuerung der 5. Gen war. Dass es diese Trainer gab, die auf manchen Routen standen, wo man, nachdem man gegen sie gekämpft hat, nochmal als Heilstation die nutzen durfte. Das stimmt. Also das ist, finde ich, eine gute Sache. So, Leute. Ramot. Holy shit, ich will das haben. Das ist echt nice. Ich werde es niemals fangen können. Ich habe letztens schon einen Metang leider getötet. Und ich habe ein Schmiedi, Junge. Ich habe Schmiedi gecrittet.
Alter, willst du vielleicht auf Donnerstock gehen für die Para? Ich weiß nicht, ob es killt. Das ist die Sache. Ja, ich glaube, ich gehe lieber wenn auf Biss, oder? Ja, mach das. Soll ich auf Biss gehen? Ich habe halt Schmiedi mit Biss gecrittet und dann ist gestorben. Ja, ich weiß dann. Ich weiß nicht. Das killt nicht mal mit Crit. Oh, das aber, mit Crit. Doppelt Crit gekillt. Ist hier noch nicht doppelt, oder? Doch, Crit ist doppelt. Warte, nein, und ab wann war es nicht mehr doppelt? Ich glaube, ab Gen 6 war es, glaube ich, mal 1,5. Sicher, dass es nicht oder schon 1,5 war? Ich kann nachschauen, als guter Co-Kommentator ist mir das natürlich möglich, ne, ganz klar. Ganz klar, ganz klar. Aber ich bin der Meinung, dass es erst seit der 6. Gen sich geändert hat. Ich werde es unbedingt haben, ne? Ich werde es niemals fangen können. Ramot hat doch bestimmt so eine Fangrate von minus 5. Ja, wahrscheinlich minus 1. 30. Ich hätte es niemals fangen können. Warte, so warte, ich habe eine Idee. So wie ich das sehe, hat sich erst in Gen 6 geändert. Okay. Aber wir gehen jetzt raus in Lumpy, weil wir haben gesehen, der Glut und Windstoß, das heißt, wir resisten alles und ich habe auf Lumpy Donnerwelle. Das machen wir. Alter, Donnerwelle? Ja, wieso hast du es nicht ja, vorgesagt? Ja, weil ich nicht dran gedacht. Deswegen, ich wollte gerade schon sagen. Mann, du kannst mich jetzt hier nicht blamen, das ist keine Souling Present. Apropos Souling. Apropos. Warte, ich will jetzt erst das Ramot fangen. Ja, ist okay, ist okay. Der Hype ist gerade real, ich will dieses Ramot haben. Hast du denn schon einen coolen männlichen Namen für Ramot? Nee, habe ich nicht. Ich hatte mir einen Namen aufgeschrieben, in einem Dokument gespeichert und dann habe ich das Dokument nicht gespeichert. Aber gut, dass das keine Souling ist, weil sonst wäre das ein weibliches Pokémon gewesen. Ja, dann wäre es so 100% weibliches. Das ist halt wirklich so. Das ist halt super komisch. Immer weibliche. So, komm schon. B-Recht Speed, Alter. Das ist. Ich sag dir, B-Recht Speed, sagst du. Das ist die Strategy. Sagst du echt B-Recht Speed? Ja, das ist die Souling Strategy. Na gut, dann. B-Recht Speed. B-Recht Speed hast es richtig gemacht. Natürlich, das Timing ist ganz wichtig. Ich hab's richtig gemacht. Sicher. Sicher. Du musst, nachdem du es eingesetzt hast, und wenn er im Ball ist, dann darfst du das B drücken. Erst wenn er im Ball ist. Wenn er sich bewegt, dann nach rechts und dann Speed. Was für einen Ball soll ich werfen? Premierball, Halbball oder Pokémon? Ja, schon Premierball. Schon Premierball. Okay, warte, sobald er im Ball ist, B-Recht Speed. Genau. Okay. Sobald er im Ball ist. Dann kommt die Strategy. B-Recht-Speed. Ich habe einfach gewackelt. Das Timing war nicht das. Soll ich den nochmal schwächen mit Lumpy? Soll ich mal für Dreschflegel gehen? Ja, das könntest du vielleicht machen. Ich weiß aber nicht. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass es stirbt. Okay, passt. Das macht gar keinen Schaden. Ja, kannst du nochmal machen. Warte, ich. Ich fall mal auf Blutsauger. Jetzt ist es egal. Ich hau mal einen kleinen Speed rein. Ja, das passt. Okay. So, jetzt ist die Strategy da. Aber jetzt mache ich kein B-Recht Speed. Nein, der bannt mich. Jetzt machst du sogar noch weniger Schaden. Ja, aber ich will ihn ja nicht mehr angreifen. Könntest du in der Theorie sogar machen. Nee, dann crit ich ihn. Das bringt, ich glaube, das bringt gar nichts. Wenn er im roten Bereich ist. Sobald er rot ist, ist er rot. Genau. Okay, komm schon. Sobald er rot ist, ist er rot. Timo, das ist wirklich eine. Mann, wieso habe ich mir keine Bälle gekauft, Present? Weiß ich doch nicht. Ich will dieses Raumort haben. Das ist natürlich. Ist ja richtig traurig, wenn ich das jetzt nicht bekomme. Wir werden einfach den kompletten Part damit verbringen, dieses Ramot hier zu fangen. Ja, können wir gar nicht, weil du gar nicht so viele Bälle hast. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Er kann Windstoß, ne? Egal, Bart, sie ist strong. Das schafft er. Wir gehen einfach instant. Guck mal, er hat einfach predicted, als ob er für Windstoß geht. Einfach ein Master. Alter, 10 KP, das ist ja null. Steinkante, sagst du, ist jetzt hier? Steinkante ist hier immer. Es geht daneben, es ist Barzi, also bitte. Ja, okay, hast recht. Okay, jetzt komm schon, bitte. Ich will dich Ramot haben. So, jetzt komm schon, Ramot, geh rein. Geh rein, bitte. Ich war einmal. Macht das eigentlich einen Unterschied, so, ob es einmal wackelt oder dreimal wackelt? Es ist einfach immer komplett random. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich sag's dir, jetzt A-Spam. Das ist der neue Trick. Okay, A-Spam. Das ist die Strategy. Es bringt einfach alles nicht. Ist einfach komplett doom. Das okay. Ramot will einfach nicht rein. Ich merke schon, beim allerletzten Ball geht's rein. Das wäre wär okay. Ja, Hauptsache es geht rein, ne? Eins. Oh. Das ist halt echt traurig. Ja, du kannst ja vielleicht nochmal einen Speed reinhauen. Einen Speed reinhauen, sagst du so. Ja. Aber nur den kleinen. Es gibt halt einen kleinen und einen großen. Der kleine ist genau. Okay, denke ich. Genau, der kleine ist okay. Dann eins. So, komm schon hier rein. Ach, bitte. Ramot, please. Zeig mal jetzt, komm schon, dass du nicht so doof bist. Okay. Jetzt. Doof, jetzt. Mann.
Okay. Okay. Gleich meine ich erst. Gleich. Gleich. Jetzt geht er rein. Safe Call. Hundertprozentig. Wenn er jetzt nicht reingeht. Bitte. Wenn er jetzt nicht reingeht. Dann dabst du. Nein. Eins. Dann zwei. Zwei. Drei. Oh. Oh. Ich muss nicht dämmen. Hey, du hast mir so nein gesagt, du bist richtig dämmen. Griechisch fies, Mann. Richtig fies. Hättest einfach ja sagen sollen. Ja, aber kann ich doch nicht wissen, Mann. Alter, das kann ich nicht beantworten. Ja, richtig, das war Ramas Gedanke. Gibt es einen Zuschauer, der sehr viel dabbt? Ja, ich weiß, dass genau Max, soweit ich weiß, schaut. Deswegen kann ich ihn eigentlich nach Max benennen. Ja, aber ist ja auch aktiv in den Kommentaren, der Max. Ja, hast recht, stimmt, das erzählt nicht. Ja, immer jemanden, der ich ordentlich... Ich gehe kurz in die Kommentare, das finde ich safe. Ich bin schon dabei. Du bist schon dabei? Alter, ich sag dir, der Waver, der ist safe. Oh ja. Ich hätte zwar Waver lieber nach einem Kamerup benannt, aber... Ja, gut. Ja, aber ist okay. Waver ist auch ein Feuer-Pokémon. Waver, du bist ein nices Ramon. Shoutouts an den lieben Waver. Auf jeden Fall, sehr, sehr cooler Typ. Absolut. Hab ich auf dem CWP auch kennengelernt. Ja. Aber es kriegt so ein Item. Oh, was ist das? War Metallmantel, lol. Ja, also Ramot wird's schon im wunderbaren Stalos. Das Dings ist leider kacke, das Wesen. Ja, ich meine... Ist okay. Ich meine, eine Spezialverteidigung, eine gute zu haben, ist immer nicht schlecht. Ja, Wesen stimmt. Sind in Playthroughs meistens sowieso nicht so wichtig. Ich weiß. Und vor allem, du hast den 130% Flammenkörper. Ja, mit dem wir nicht einmal geburnt worden sind mit Rechtspflege oder... Mit Bild oder. Psst. Der 130% Flammenkörper, wenn du es in deinem Team hast. Aber wir haben jetzt ein komplett volles Team. Und ja, Ramot ist wieder so ein richtig nicer, so richtig nices Mon. So richtig der Legion. Semi. Ramot ist kein Legendary. Pseudo-Legendary. Aber es ist kein Legendary. Die Leute haben schon gesagt, als ich Voltolos als Schade bekommen habe. Legion, ohne Legis kannst du gar nichts. Halt, nur spaßeshalber, aber ja. War schon not bad. Ich weiß noch eine Zeit, als Simon davon sehr stark getriggert wurde, weil aber das ernst gemeint hat. Nicht jemand, viele Leute haben es ernst gemeint. Ja. Das war ja das Schlimme. Damals GPA Season 2, gute alte Zeiten, hatte halt irgendwie 4-5 Legis. Da konnte man halt die Teams auch noch so bauen, dass man 1-1 ja, ich hätte sogar alles voll mit Legis packen genau können. Du konntest damals bis Season 2 dein Team so bauen, wie du wolltest. Es gab da keine Drafts oder so, das war super crazy. Warst du nicht halt damals sogar gegen Draft? Ich glaube schon, ne? Nee. Ich weiß es nicht. Das ist so lange her. Ja, das stimmt schon, hast recht. Okay, aber also wir haben jetzt ein Ramot. Und das werde ich auf jeden Fall direkt trainieren. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Pokémon. Lolface habe ich jetzt noch nicht so die Motivation gefunden, ihn zu trainieren. Lolface ist voll gut, Mann. So, da mag ein richtig cooles Pokémon. Ich glaube, so. In den Wald kann ich mir hier schon einen holen? Ach nee, okay. Das ist unter Team Plasma. Ja. Das heißt, du musst jetzt erstmal die Route machen und dann, ja. Genau. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, einfach weil jetzt halt auch das Ramon so lange gedauert hat, wird es heute schwierig, die Arena noch zu machen. Aber ich denke, im nächsten Part, warte, da sind wir sehr effektiv gegen. Oh nein. Da haben wir den Blutsauger. Weil mein Blutsauger wenigstens hier schon so stark wäre. Ich kann ihn, glaube ich, nicht angreifen, oder? Nee. Wechsel raus. Das ist eine Gefahr, Lo. Du hast Bazi, alles safe. Ja, okay, er hat keine Soulbest. Ja, das ist egal, weil Trigefalo da noch keinen Draco Meteor haben wird. Na gut, aber Energiefokus, der hat gleich krasse Energiefokus. Das weiß ich auch nicht mehr. Oh nö. Feuerodem. Das war echt guten Schaden. Hast du auch noch mehr? Hab ich ja. Alter, wenn er nicht gepaart hätte, wäre er super gewesen. Da hätte ich ihn getötet. Ja, das meine ich ja. Du musst jetzt rauswechseln. Warte. Wenn er dich crittet, ist RIP. Hast du irgendwie einen Swinchen dafür? Ja, Supertrank. Ja, Voltolos outspeedet. Ja, dann lass es. Weil entweder du verlierst Voltolos oder Bazi. Nee, Voltolos tankt jetzt ein und ja, aber es könnte ja ein Crit kommen. Bazi kann ja auch... Bazi wurde gerade auch gecrittet. Voltolos tankt ein, auch mit... Ja, dann heile ich lieber hoch mit Bazi. Nee, dann kann ich trotzdem immer noch gecrittet werden danach. Ich kann mich Was für einen Spezialverteidigungswert hat Voltolos? 41. Und Meistergriff? 36. Das heißt, wir tanken auf jeden Fall einen. Du kannst, darf mich nur nicht mit Feuer oder Parern. Das wäre gerade blöd. Das wäre richtig blöd. Das geht nämlich auch. Deswegen, bitte also, dass du halt Elektro-Pokémon bitte keine Parer. Bitte keine Parer. Crit? Okay, keine Parer. Und wir sollten outspeeden. Hast du ein Minus-Init-Wesen? Nee, ich habe ein neutrales Wesen. Ja, okay, also er bräuchte, wenn, ein Wesen plus, glaube ich. Und ich kann einfach für Aufruhr gehen. Das sollte killen, ne? Ich denke, ja.
Ach ja, okay. Du bist schnell, okay. Mann, das ist schon die ganze Zeit so, dass ich immer übelst kurz am Abkratzen bin mit irgendwas. Ja. Hast du denn genügend Tränke im Fall der Fälle? Ja, also Tränke habe ich genug. Aber ich habe ist auch von Wechsel auf Folge gestellt und ich darf nur 3 Kämpfe pro Kampf benutzen. Außer 3 Tränke pro Kampf, nicht 3 Kämpfe pro Kampf, aber ja. 3 Kämpfe pro Trank. Aber ich darf, sobald der Gegner auch einen Trank benutzt oder ein Heil-Item, darf ich auch ein weiteres Heil-Item benutzen. Okay, das ist cool. Aber das ist halt echt super cool, dass man sich da aufheilen kann bei der. Ich finde das halt super nice. Ist halt zum Trainieren hier später. Gerade wenn ich Waver später trainiere, ist das hier ganz nice. Also Schwarz-Weiß hat viel Hate bekommen, aber sie haben in diesem Spiel auch viele schöne Neuerungen eingebaut. Auf jeden Fall. So, aber wir wollten über die Solic reden vor 15 Richtig. Minuten. Ja. Alter, Performer, Bob. Ich meine, es ist ja klar, ne, erstmal Diamant und Pearl Versus, das muss halt erstmal fertig gemacht werden, ja. Und so. Paul und ich, wir kommen dazu, also no joke, wir kommen halt wirklich dazu, wahrscheinlich ab nächster Woche wieder. Also das heißt, dieser Part hier kommt, als ob er mich instant mit Konfusion verwirrt, dieser Part hier kommt, müsste Samstag online kommen. Und das heißt, ab nächster Woche sollte die Diamant und Pearl Versus weitergehen. Aber es wäre halt auch nicht so cool, wenn die Versus halt vorbei ist, dass wir dann instant mit der Sony wieder anfangen. Also das heißt, wir müssen jetzt warten, bis die Versus fertig ist. Erholung. Okay. Ja, das ist halt die Sache, weil wir haben halt gesagt, die Sony wird wahrscheinlich im Sommer kommen. So, der Sommer steht halt vor der Tür, ne? Ja, sagen wir Oktober, würde ich sagen. Das heißt, es wird wahrscheinlich wie immer sein. So, das ist halt ja wieder ein Jahr. Ja, es ist halt schade, aber geht halt auch nicht anders, weil, ja. Aber ist guck halt mal, ich mach jetzt Black and White. Und dann mache ich das nächste Mal Black and White einfach zu Soul Link, okay? Richtig. Alright, da sehe ich uns. Da sehe ich uns auch. Okay, und dann wird's früher kommen. Safe Call, guys. Safe Call. Safe, da bin ich dazwischen auch. 2019, direkt hinterher, nach der anderen Soul Link, 2 Monate Abstand, dann kommt's, guys. Safe. Ja, okay. Da würde ich uns eigentlich schon sehen. Da würde ich uns auch sehen. Also aber gut Ding will ja Weile haben und die Versus ist ja auch ein sehr, sehr cooles Projekt. Deshalb, ich denke mal, da ist niemand irgendwie benachteiligt. Ja, könnt ihr nur gewinnen, ne? Könnt ihr nur gewinnen. Aber ich habe letztens mal wieder in die Soul Link reingeschaut. Ich habe sogar heute in die Soul Link tatsächlich reingeschaut. Und Alter, das war echt cool. Das war ein nice Projekt, auf jeden Fall. Ja. Und also, auch die Leute haben es super toll gefunden. Leute, falls ihr die Soul Link noch nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall die Soul Link. Egal welche. Also Soul Link mit Present und mir, nicht die anderen. Die Playlists sind nicht auf Timos Kanal aktuell, das heißt, ihr müsst dann auf meinem Kanal schauen. Presents Kanal vorbei, lasst ein Abo da. Glockengang! Ja, das ist halt sowieso das Tolle, dass man ja auch Projekte, egal jetzt, ob es eine Soul Link ist, ob es eine Versus ist oder ob es einfach solche Solo-Projekte sind, auch ganz normal als Serie im Nachhinein noch schauen kann. Ja. Das heißt, wenn jemand das nicht aktiv verfolgen kann, kein Problem. Ihr seid zum Beispiel mal im Urlaub oder so und habt eine lange Reise vor euch, dann downloadet ihr euch die Videos. Hast du doch dir die Versus angeguckt oder wolltest die schauen oder so. Ne? Genau, die Heart Gold Soul Silver Versus zum Beispiel. Ja, und das ist halt zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Und oder sonst generell halt, ne, wenn ihr irgendwie mal eine längere Zeit in den Ferienzeit habt und einfach gerade Langeweile. Zufahrt oder so. Richtig. Und dann habt ihr halt immer solche Projekte. Man kann, habe ich gesehen, ich will jetzt niemanden dazu verleiten, sich das zu holen, aber mit YouTube Premium kann man sich jetzt Videos runterladen, ne? Das ist super cool. Also ähnlich wie Netflix. Du hast instant eine Herunterladen-Funktion. Das ist richtig. Also nice. Auf deinem Handy. Ich meine, das können wir auch trotzdem ja ganz kurz bewerben und auch ansprechen, so in dem Sinne. Wir bekommen ja dafür nichts, also durch das Bewerben. Ja, ja, klar. In Anführungszeichen. Es ist halt so, dass jetzt aktuell YouTube Premium rausgekommen ist. Das ist ja eine verbesserte Variante von YouTube Red. Und aktuell ist es so, dass man für 3 Monate umsonst das Ganze bekommen kann. Und damit könnt ihr euch instant alle Projekte einfach downloaden und dann habt ihr sie. Genau, dann bekommt ihr auch, glaube ich, die Möglichkeit auf YouTube Music. Ist ja auch nochmal so eine App oder so. Musik kostenlos zu streamen. Genau, und also halt so ein ähnliches, so ein Kontra-Ding zu Spotify oder Amazon Music oder Google Play Music, glaube ich. Genau. So, keine Ahnung. Das ist halt super cool, das heißt, ihr habt 3 Monate das umsonst und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber alle sagen das irgendwie, dass es auch den Content-Creatern zugutekommt, das heißt, wenn ihr Videos schaut. Ihr kriegt keine Werbung, also kriegt nirgendwo mehr Werbung und scheinbar soll dann halt trotzdem diese Werbeeinnahmen sollen halt trotzdem an den Content Creator ankommen. Genau, und das kommt halt durch dieses YouTube Red und dadurch, dass ihr es halt 3 Monate umsonst bekommt, könnt ihr halt eure Content Creator, die ihr schaut, letztendlich unterstützen. Ohne Habt dadurch Vorteile.
Ohne Adblocker, richtig. Das ist halt auch so die Sache, ich habe auch von manchen gelesen, yo, ist mir doch egal, dass man keine Werbung mehr bekommt durch dieses YouTube-Premium-Gedöns. Ich habe sowieso Adblocker. Und ich meine, okay, jeder kann das jeder so kann haben, es mal, wie er möchte. Ich verurteile niemanden, der einen Adblocker hat, das sage ich auch immer wieder. Aber natürlich unterstützt man einen Content-Creator, wenn man den Adblocker aus hat. Genau, weil die Sache ist, ich meine, man schaut die Videos, man konsumiert sie. So, natürlich freuen wir uns darüber, dass Leute das schauen. Ja. Aber genauso ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man etwas dafür zurückbekommt, weil man ja viel Zeit rein investiert. Das heißt, auch Equipment und so weiter muss man ja, ja kaufen. Das ist viel Geld. Und das bekommt man halt unter anderem dann durch YouTube-Werbung rein. Auch wenn das nicht so viel ist, was man aber dann, wenn die Leute Adblocker benutzen, überhaupt nicht mehr bekommt. Wenn sie aber keinen Adblocker benutzen, ist es halt echt unterstützend. Ja. Und ja. Aber niemand soll sich dazu gezwungen fühlen. Aber ich kann es so empfehlen, wenn man Leute sozusagen sehr gerne verfolgt, dann kann man sich diese 20 Sekunden im Fall der Fälle anschauen. Und man verliert da nicht wirklich viel und hat dafür dann 5 bis 25 Minuten Video oder noch länger. Also ich sag's dir, ich habe auch einen Adblocker, aber ich schaue sowieso hauptsächlich eigentlich Videos auf dem Handy. Und da hat man ja eigentlich keinen Adblocker, also schaue ich mir also halt auch immer die Werbung an. Ich habe keinen Adblocker, also ich habe in meinem Google Chrome Browser generell. Das ist halt mein Hauptbrowser, da habe ich das gar nicht installiert. Das heißt auf Twitch oder was weiß ich nicht was, wobei ich habe Amazon Prime auf Twitch, also Twitch Prime. Das heißt, ich bekomme da sowieso keine Werbung. Aber jetzt auf YouTube und so weiter und so fort lasse ich immer Werbung durchlaufen. Das heißt, die Videos, die ich schaue, ich möchte die dann auch unterstützen. Das heißt, ich schaue mir dann auch nicht Videos von Leuten an, die ich nicht mag. Aber es gibt auch Content-Creator, wo ich sogar den Adblocker dann vorher dann ausstelle. Ich meine, das kann man ja auch immer machen. Ja. Wenn man zum Beispiel Adblocker auf YouTube anmachen möchte, weil man ab und zu auch irgendwelche Videos schaut, wo man die Leute nicht unterstützen möchte, dann kann man sagen, jo, okay, man lässt seinen Adblocker halt an. Würde ich zwar auch nicht machen, aber das muss jeder für sich entscheiden. Und dann bei anderen Leuten kann man es genauso einstellen, dass da der nicht an ist. Ganz genau. Das heißt, es ist auch möglich. Also muss da jeder für sich selber entscheiden, aber wie gesagt, niemand soll sich zu irgendwas gezwungen fühlen. Macht das so, wie ihr wollt. Und niemand wird am Hungertuch nagen, wenn man es halt anhat. Es ist halt nur nice to have, so. Auf jeden Fall, ja. So, aber das war's tatsächlich schon für den Part. Geht relativ fix. Ich werde mir noch das Item holen. Eine Sanftglocke. Sanftglocke. Ist nice für Pokémon, die man halt mit Freundschaft. Riolu zum Beispiel oder so. Oder Evoli oder so. I don't know. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Schau auf jeden Fall gerne bei Present vorbei. Wir haben bei Present auch ein Neo X-Part aufgenommen. Wann kommt der online? Diese Woche? Der wird online kommen sein. Ja. Okay. Deswegen, Leute, schaut auf jeden Fall euch den letzten Neo-X-Part von Present. Schaut euch alle Videos von Present an. Aber schaut euch den letzten Neo-X-Part an, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ja, gut. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao. Tschüss.